liebe Schüler, hier ist die Frau Packe. Ich sitze hier in meinem Lieblingsmantel, das heißt, es geht heute um Kunst und zwar möchte ich gern mit euch ein Kunstprojekt machen. Und da können alle mitmachen, die an der Realschule Schüler sind, das heißt 5., 6., 9., 10., alle, die ich habe in Kunst und auch die 7., 8., alle, die das Video sehen und alle, die an der Realschule sind, die können mitmachen und ich bin mal gespannt, wie viel da mitmachen. Es geht um Folgendes. Corona, das ist unser Thema, ja, ist gerade naheliegend, aber ich hätte gerne ein Foto von euch. Was bedeutet für euch Corona? Corona ist ja ein Virus und der ist so winzig klein, dass man gar nicht sieht, also das funktioniert nicht, aber es gibt bestimmt Sachen, die euch einfallen, die Corona für euch bedeuten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für mich wäre es zum Beispiel gerade Bananenbrot. Jeder macht Bananenbrot, weil es gerade keine Hefe gibt und wenn man Bananenbrot ohne Hefe machen kann. Ich habe auch schon ein paar gebacken. Ich habe das Rezept jetzt perfektioniert und das wäre für mich jetzt mein Corona-Foto, Bananenbrot. Ja? Wenn man das schön umsetzt als Food-Foto, das wäre jetzt für mich was. Also, ihr müsst mir ein Foto schicken per E-Mail, was für euch Corona bedeutet. Als Foto. Ihr könnt es kreativ umsetzen, wie immer. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Ich bin gespannt, wie ihr das umsetzt. Ich habe ja Kunst studiert und habe schwerpunktmäßig Fotografie studiert. Und ich habe mit dieser Kamera hier, ich weiß nicht wie viele, 1000 Fotos gemacht. Früher hat man Filme gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ihr sowas noch kennt. Die haben wir selber entwickelt in der Dunkelkammer. Auf so einen Film haben 36 Bilder gepasst, das heißt man hat 36 mal geschossen, da gab es auch kein Display hinten. Und dann hat man die entwickelt in der Dunkelkammer und dann waren immer zwei, drei, die man benutzen konnte. War ein recht teurer Spaß, aber es war super spannend in dieser Dunkelkammer, wenn man dann in der Chemie diese Wannen so geschüttelt hat und dann kam dieses Bild. Das war schon, also war ein toller Prozess eigentlich. Da kommen auch meine Flecken ja von meinem Mantel, von der Chemie. Das waren die Filme. Ich habe noch mal was Spannendes, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist eine Mittelformatkamera. Das ist auch was ganz Tolles. Da sind noch größere Filme drin und man hat hier gekurbelt von Hand und man hat hier dann oben reingeguckt und hat einen größeren Sucher gehabt. Da musste man alles manuell einstellen. Da gab es noch keine Programmautomatik. Man hat Blende, Belichtung, alles eingestellt und das war eine schöne Sache. Ich habe echt gern fotografiert. Ich möchte euch gern, also das Thema ist Corona. Ein Foto. Ihr schickt mir ein E-Mail mit eurem Foto dran als Anhang. Ihr schickt einen Namen dazu. Ich entwickle die dann, beziehungsweise gebe die zum Entwickeln und dann drucken wir die aus und dann machen wir in der Schule eine tolle Ausstellung. Da kommt dann euer Foto hin und der Name drunter als Corona-Ausstellung. Wenn wir uns denn wieder sehen, ich denke mal spätestens im Juni können wir dann die Bilder ausstellen im Schulhaus. Das wird bestimmt eine ganz tolle Ausstellung. Wenn da viele mitmachen, sieht es bestimmt auch toll aus. Ich möchte euch jetzt drei Sachen an die Hand geben, die ihr bitte bei den Fotos beachtet. Ihr macht ja wirklich viele Fotos mit eurem Handy. Ich denke, mit dem Handy ist es auch super, wenn ihr das jetzt macht. Aber denkt mal über drei Sachen mehr nach. Das erste ist Zoom. Zoomt mal mehr ran. Meistens ist bei den Leuten zu viel auf dem Foto. Da sieht man noch zu viel Hintergrund, da ist zu viel Schnickschnack drauf. Versucht mal näher an den Gegenstand ran zu zoomen. Also wenn ihr das Bananenbrot jetzt fotografiert, da ist nicht die halbe Küche drauf oder nicht der halbe Küchentisch, sondern wirklich das Bananenbrot und sonst nicht viel. Also versucht mal wirklich künstlerisch näher her zu zoomen, als ihr das normalerweise machen würdet. Das zweite ist die Perspektive. Ihr habt es bestimmt schon gehört, in Kunst gibt es verschiedene Perspektiven. Einmal gibt es die Froschperspektive. Ich habe leider nicht viel da, aber ihr wisst, also die Frösche. Froschperspektive heißt, dass ihr von unten fotografiert. Als ob ihr ein Frosch seid auf dem Boden. Ändert mal die Perspektive, fotografiert mal von unten hoch. Das sieht ganz toll aus. Dann habt ihr eine Normalperspektive. Das ist die Augenhöhe, wenn ihr hier Augenhöhe habt. Das ist die Normalperspektive. Und dann habt ihr eine Vogelperspektive. Haben wir eine Fledermaus, aber das geht auch. Vogelperspektive heißt von oben, das heißt, ihr guckt ganz stark von oben runter auf euren Gegenstand und fotografiert das dann von oben runter. Also das zweite, guckt mal, ob ihr eine spannende Perspektive findet.
Das dritte, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, ist der sogenannte goldene Schnitt. Da sprechen immer alle drüber. Ja, der goldene Schnitt. Da geht es mehr oder weniger nur um die Aufteilung und um die Harmonie, wie man ein Bild aufteilen kann. Es geht um den Ausschnitt. Ja. Ich habe hier meinen Lieblingsausschnitt im Haus, da kann man rausgucken. Wenn ihr was fotografiert, zum Beispiel hier so eine Landschaft, dann guckt ihr danach, dass die Horizontlinie nicht ganz in der Mitte ist. Mitte ist immer langweilig. Das heißt, ihr nehmt vielleicht den Horizont 60% nach oben, 40% Himmel, 60%. Das heißt, ihr geht von der Mitte weg. Goldener Schnitt ist ungefähr 60-40, also oder zwei Drittel, ein Drittel, kann man sagen. Ja? Das heißt, ihr geht von der Mitte weg und ihr verändert dann den Schwerpunkt eurer Horizontlinie, wie ihr das habt. Genauso Gegenstände, die setzt ihr nicht ganz in die Mitte, wenn ihr mal ein Porträt macht, sondern ein bisschen raus. Was auch toll ist, wenn ihr den Kopf einfach mal anschneidet oder den Gegenstand anschneidet, dass ihr nicht das Ganze zeigt, sondern dass ihr nur ein Stückchen wegschneidet. Man weiß ja, dass der Kopf dann weitergeht, aber bei Porträts macht man das gerne. Bei Porträts schneidet man den Kopf an oder das Bild schneidet man an, nicht der Kopf, und dann hat man den schön in Spannung gesetzt. Das heißt, achtet mal auf die Verteilung. Wenn ihr Linien habt, irgendwelche Linienblickführung, das ist auch immer schön, die gehen von unten links dann ins Bild rein. Und da achtet ihr mal drauf, dass ihr da vielleicht diese Kriterien umsetzen könnt. Also nochmal, ihr achtet auf Zoom, dass ihr richtig ranzoomt, dass nicht so viel drauf ist. Ihr achtet auf die Perspektive von oben, von unten, Frosch oder Vogel. Und ihr achtet auf den goldenen Schnitt, auf die Aufteilung, wo platziere ich mein Motiv im Bild. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das Wort Corona oder das Thema Corona in einem Foto umsetzt. Was ist für euch Corona? Da bin ich echt mal gespannt. Jeder spricht drüber, jeder weiß, was es ist. Aber das künstlerisch umzusetzen, das ist jetzt eure Challenge. Ich bin gespannt. Ich gebe euch 2 Wochen bis zum 4. Mai, bis die Schule wieder anfängt für die 9er und 10er. Da sammle ich eure Fotos, ihr schreibt einen Namen dazu, schickt mir eine E-Mail und dann bin ich echt mal gespannt, auf was für tolle Fotos ihr kommt. Ich habe mit meinen 10ern ein Fotoprojekt jetzt gemacht, waren fantastische Fotos. Also traut euch was zu, seid mal selbstbewusst und sagt, ja, ich gucke, dass ich ein tolles Foto hinkriege und ich freue mich auf eure Beiträge. Macht's gut, ciao!